Der schnelle technologische Wandel und die komplexen Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft stellen Hochschulen vor große Herausforderungen und verhindern, dass sie ihr Potenzial zur Gestaltung der Zukunft der Gesellschaft voll entfalten. Der Hochschulbildungsreport des Stifterverbandes zeigt, die Richtung stimmt, aber das Tempo der Veränderung ist zu langsam. Gerade in Studium und Lehre greifen Reformen oft nur schrittweise. Neue Kompetenzen und Bildungsanforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft werden nicht schnell genug in flexible Bildungswege integriert. Vier zentrale Herausforderungen für die Hochschulen sind: erstens, unzureichender Zugang und Integration unterrepräsentierter Studierendengruppen. Zweitens, mangelnde Dynamik bei der Anpassung von Lerninhalten an veränderte Kompetenzanforderungen. Drittens, mangelnde Innovation bei der Gestaltung von Lernerfahrungen. Viertens, unzureichende strukturelle und institutionelle Agilität. Um die Hochschulen bei der Überwindung dieser Herausforderungen zu unterstützen, kartiert eine Explorationsstudie des Stifterverbandes und der Heinz-Nixdorf-Stiftung zukunftsfähige Konzepte, die in deutschen und internationalen Pioniereinrichtungen bereits umgesetzt werden, und analysiert ihr Transferpotenzial. Die Studie untersucht anhand von 7 Fallstudien konkrete Lösungen und bewertet ihre Wirksamkeit und Übertragbarkeit ins deutsche Hochschulsystem. Aus der Analyse leiten sich Impulse und Empfehlungen für Hochschulen und die Hochschulpolitik ab, beispielsweise zur Nutzung innovativer Zulassungsverfahren, zum Einsatz von Learning Analytics und zur Umsetzung agiler Departmentstrukturen. Die Explorationsstudie ist Teil des co-kreativen Vision Tracks der Zukunftsmission Bildung, einer Gemeinschaftsinitiative des Stifterverbandes und seiner Partner. Weitere Informationen zur Zukunftsmission Bildung und Mitwirkungsmöglichkeiten finden sich unter www.zukunftsmissionbildung.de.